Howard Gapsel taucht jetzt jeden Moment in die Erdatmosphäre ein. Schön, wenn er wieder bei uns ist. Die fantastischen Vier wieder vereint. Ah, du hast dich gut gemacht, Ersatz Wolowitz. Wir werden immer mit nostalgischer Wehmut an dich denken, so wie an das veraltete Telefonmodem, das VHS-Videoband, Lennarts Fitnessclub-Mitgliedschaft. Wir werfen ihn doch nicht raus. Stuart und ich sind nämlich gute Freunde. Okay, einer dafür, einer dagegen. Lennart, deine Stimme entscheidet. Ich habe kein Problem mit Stuart. Abgesehen davon gibt er uns 20% Rabatt in seinem Comicbuchladen. Weißt du, ich verkaufe meine Freundschaft nicht so billig. Ich kann 30 geben. Willkommen an Bord, alter Kumpel. Also, die NASA-Website meldet, Howards Sinkflug hat gerade begonnen. Er ging als Junge und kehrt zurück als Held in jungen Größe. Beruhig dich! Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, ha-motzilech min ha-aretz. Was ist das? Das jüdische Gebet für Brot essen. Wir haben kein Gebet dafür, wenn man zur Erde zurückstürzt. Es ist geschafft. Wir sind auf dem Boden. Wir haben überlebt. Das ist der Fallschirm gewesen. Wir haben noch 10 Kilometer unter uns. Ich warte auf meinen Mann. Das ist ja schön. Er kommt gerade aus dem Weltall zurück. Ich glaube, dieser Flug kommt aus Houston. Nein, ich meine, vergessen Sie es. Da ist er ja. Hi! Wow, danke. Es tut gut, wieder auf der Erde zu sein. Wir sind wegen mir hier, Ringo. Mr. Mandel, ich bin Ihr Fahrer. Oh, danke. Dieser komische Spinner hat allen im Flugzeug erzählt, er wäre Astronaut. Du hast mir so gefehlt. Du hast mir auch sehr gefehlt. Wo sind die Jungs? Oh, ich bin allein. Oh, ich verstehe schon. Sie erwarten mich zu Hause mit einer Überraschungsparty. Keine Sorge, ich spiele den Überraschenden. Nein, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie dich morgen sehen können. Heute gehörst du ganz allein mir. Gesundheit, geht's dir gut? Ja, weil du wieder da bist. Komm jetzt, lass uns nach Hause gehen. Ich will dir das Höschen vom Leibe reißen. Hey, vergiss aber bitte nicht, dass Astronauten im All an Muskelkraft verlieren. Du musst heute also vielleicht die Arbeit übernehmen. Also, ich bin zutiefst enttäuscht, dass ich heute Abend Howards außergewöhnlichen Erfolg nicht feiern kann. Das bin ich auch, aber wir sehen ihn ja morgen. Ja, allerdings hat er in all den Jahren, die wir uns bereits kennen, nie die Gelegenheit bekommen, meine Anerkennung und Bewunderung zu erfahren. Ich war auf seinen Gesichtsausdruck gespannt, wenn es soweit kommen würde. Du bist ein Phänomen. Ich weiß. Dann spielen wir jetzt Pictionary. Wer sind die Teams? Wie wär's mit Mädchen gegen Jungs? Oh, das wäre nicht besonders fair. Ja, aber wahrscheinlich hat jedes Team, in dem ich nicht bin, einen ganz klaren Nachteil. Ich wiederhole, du bist ein Phänomen. Ich wiederhole, ich weiß. Also dann, Runde 1. Hier. Alles klar. Okay. Achtung, fertig, los. Eine Box, ein Fenster. Batman. Batman und Robin. Die Wonder Twins mit dem Affen. Die Wonder Twins mit dem Affen und Batman. Eine Schachtel, ein Präsent. Präsent, oh. Yeah. Lennart, wieso hast du denn das nicht erkannt? In welchem Universum ist das ein Präsent? Das ist kein Präsent, es ist das Präsentsein. Okay, also das sind du und ich, das hier sind Amy und Penny, wir spielen Pictionary, das heißt, wir sind alle präsent. Oh mein Gott, die gehen unter. Es ist das Quark-Gluon-Plasma. Nein. Es sind asymptotisch freie Patronen in einem Quark-Gluon-Plasma.
Nichts mit Quarks. Okay. Es ist eine empirische Widerlegung des Lambda-CDM-Modells des Universums. Nein. Ein Keks mit Schokostückchen. Oh. Wie kann man das nicht sehen? Hey, wenn du willst, dass man darin einen Schokoladenkeks sieht, musst du ein Glas Milch daneben malen. Penny hat's erraten. Ja, erst nachdem ich die offensichtlichen Antworten eliminiert habe. Gern geschehen. Würstchen. Bratwürstchen. Oh, Hotdog. Penny, willst du nicht auch was hinmalen? Ganz ruhig, wir haben viel Zeit, das ist echt lustig. Ja. Ein Sonnensystem. Eine unbekannte fliegende Leber, wusste ich. Jetzt? Bald. Aber jetzt, Leonard, ich serviere es dir ja schon auf dem Silbertablett. Ich weiß es nicht. Casper, der alkoholisierte Geist. Okay, das war lang genug. Eine Hand, Nägel, Nail, Polish. Yep. Nein. Das Wort lautet Polnisch. Seht ihr hier, Krakauer Würstchen. Dann das Modell des Sonnensystems, entwickelt von Nikolaus Kopernikus, einem polnischen Astronomen. Und als wäre das nicht genug, was schon längst hätte ausreichen müssen, ist das hier Marie Curie, die zu Tode gekommen ist durch das von ihr entdeckte Radium, die, obwohl sie in Frankreich eingebürgert wurde, von Geburt her Polin war. Entschuldige bitte, das Wort ist polnisch, siehst du? Klingt nur so ähnlich. Verlesen. Dann trifft von uns beide die Schuld daran. Bernie, ist alles klar? Ja, ich bin gleich bei dir. Hast du dir einen Seelöwen zugelegt, als ich weg war? Das ist nur eine Allergie. Okay. Ich habe eine Tablette genommen, das wird schon... Und? Hab ich dir gefehlt? Oh, das fragst du noch? Jede Minute, die... Entschuldige. Schatz, wir müssen das nicht, wenn du jetzt nicht willst. Doch, natürlich. Du bist nach unserer Hochzeit gleich abgereist. Das ist jetzt unsere Hochzeitsnacht. Und jetzt rate ich dir, halte dich gut fest. Oh. Was? Geht's dir gut? Nur etwas schwindelig. Müssen die Tabletten sein. Oh. Tausch mal den Platz mit mir. Okay. Jetzt? Küss mich. Bernadette? Bernie? Das war unglaublich. Du hast mich Dinge fühlen lassen, die ich nie... Ach. Also das war jetzt schnell und ein wenig eklig. Jetzt weiß ich, wie es ihr sonst ergeht. Hey, Sheldon. Du kennst doch immer so viele lustige Kleinigkeiten. Vielleicht kannst du uns ja erklären, wo der Ausdruck voll abgelust herkommt. Weiß nicht. Ich frage mich, ob er aus dem alten Rom stammt, wo man Losern den Kopf abgerissen und dann gesagt hat, hier. Naja, als Opfergabe für Loseronius, dem Gott der Loser. Ich bin kein Loser.
Und Pictionary ist kein richtiger Test für tatsächliche Intelligenz oder Fähigkeiten. Allerdings erfordert Pictionary schon gewisse verbale und visuelle Fähigkeiten. Es ist ein vielseitiges Spiel. Dafür, dass du keinen Schokokeks malen kannst, gibst du ganz schön an. Na gut, dann nehmen wir ein anderes Spiel. Amy und ich besiegen euch in allem. Ja, einverstanden. Spielen wir Physik-Fiesta. Jetzt hör aber auf, was ist das? Das ist ein Spiel, das ich gerade erfunden habe. Darin beantworten die Teilnehmer physikalische Fragen in einfachstem Spanisch. ¿Dónde está el bosón de X? En el acelerador de particularos. Bueno, mi amigo. Nein, nein, wir spielen kein blödes, erfundenes Spiel. Alle Spiele sind erfunden worden. Man findet sie nicht in der Natur. Ja, man gräbt nicht in der Erde und stößt auf eine Goldader mit Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Nimm ein anderes Spiel. Wie wäre denn etwas Sportliches? Gehen wir doch ins Schwimmbad der Uni und spielen Wasserpolo. Nicht so gut. Sheldon treibt nicht auf Wasser. Das ist richtig. Ich habe eine Körperdichte, die höher ist als normal. Wenn zu viel Wasser in der Wanne ist, ertrinke ich. Okay, dann nehmen wir was Einfaches wie Darts. Ja, das ist auch nicht fair. Wieso nicht? Darts ist ein Kneipenspiel und du besuchst Trinklokale, seit du die Volljährigkeit erreicht hast. Ja, da hat es angefangen. Na, es ist doch wahr, sie ist klar im Vorteil bei allen kneipenüblichen Wettkämpfen. Pool, Bierpong, Wet-T-Shirt-Contest, all das ist raus. Also, nur dass das klar ist, ich war nie Teilnehmerin an einem Wet-T-Shirt-Contest. Ich habe ein paar gewonnen, aber nur, weil ich kleckere, wenn ich betrunken bin. Gehen wir doch in die Pathologie und spielen unter realen Bedingungen Operation. Auf keinen Fall. Wirklich nicht? Bei einem Fehler leuchtet zwar nicht die Nase auf, aber bei einer frischen Leiche kann man ein Beinzucken nicht lassen. Hey, Ma! Funkel, Funkel, dein kleiner Stern ist daheim. Ma, die Türkette ist vorgelegt. Howard, ich hab gedacht, du würdest erst morgen kommen. Ja, weißt du, Bernie fühlt sich nicht gut. Da dachte ich, ich komme jetzt schon vorbei und erzähl dir vom größten Abenteuer meines Lebens. Mal sehen, ob du mir das auch vermiesen wirst. Okay, einen Moment noch, ich hab nichts an. Alles klar. Sie macht seit 20 Jahren den Bademantel nicht zu und auf einmal hat sie nichts an. Soll ich mich im Wandschrank verstecken oder hinten rausschleichen? Du sollst doch flüstern! Ma, wer ist da drin? Niemand! Der Fernseher ist an! Ich hab nur eine Socke, wo ist meine andere Socke? Wer ist das? Ich hab doch gesagt, der Fernseher ist an. Jay Leno hat eine Socke verloren, das ist auch komisch. Wenn du zu tun hast, komm ich ein andern Mal her. Ich brauche noch eine Sekunde. Geh, 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 geh. Dr. Schneider? Oh, hallo Howard. Was machen Sie denn hier? Hausbesuch. Sie sind doch Zahnarzt. Ja. Ja, das ist wahr. Ich glaube, er ist uns auf die Schliche gekommen. Okay, Brillen ab. Findet Waldo. Na los, Beeilung, finde ihn, finde ihn. Ich versuch's, ja, schrei mich nicht an. Um Himmels Willen, er trägt Hut, Brille und ein rot-weiß gestreiftes Sweatshirt. Ich weiß, wie er aussieht. Oh, da ist er. Ich hab ihn. Ja, wir haben schon wieder gewonnen. Ja. Wieso hast du ihn nicht gefunden? Weil er schwer zu finden ist. Wenn er leicht zu finden wäre, würden die Bücher Da ist Waldo heißen. 57, 58, 59. Das war eine Minute. Schriftliches Dividieren, schriftliches Dividieren. Los, los, los. Und alle Schritte aufschreiben. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's nicht gut. Steh auf, wir können doch nicht in Mathe verlieren. 37! Ja! Ah! Fertig und drängen. Ja! 1, 2, 3, gepinnt. Hör auf damit. Amy, unternimm was.
Amy, Hilfe! Amy, hör damit auf! Amy, Penny, beide sofort damit aufhören! Werde ich an Bord gebeamt? Oh mein Gott, du bist wieder da! Ja! Na sowas, du siehst aus, als wärst du gewachsen. Ja! Durch die fehlende Schwerkraft wurde meine Wirbelsäule in die Länge gezogen. Ich bin knapp 4 Zentimeter größer. Gleich morgen früh lasse ich meinen Führerschein ändern, bevor ich wieder schrumpfe. Hey, komm rein, komm rein. Also, ich bin davon ausgegangen, dass wir uns erst morgen sehen. Ja, naja, Bernadette ist momentan nicht so gut drauf. Meine Mom schon, gewissermaßen auf meinem Zahnarzt. Warte, deine Mutter schläft mit deinem Zahnarzt? Meinem ehemaligen Zahnarzt. Jetzt, da ich weiß, wo er seine Hände hatte, werde ich einen neuen brauchen. Dann ziehst du also jetzt ganz allein um die Häuser? Das ist kein Triumphalempfang für einen Astronauten bei deiner Heimkehr. Das ist okay. Weißt du, wir Space Cowboys erfüllen unsere schwere Pflicht ja nicht für Ehre und Ruhm. Das überlassen wir euren Rockstars und Sportlern und euren Howie Mandels. Oh, hey, Mann, willkommen zu Hause. Oh, Stuart, danke. Was machst du denn hier? Ich wohne jetzt sozusagen hier. Nur bis er wieder auf eigenen Beinen steht. Die ziemlich gut aussehen in den Stiefeln, die er von mir zum Geburtstag hat. Er verwöhnt mich und ich liebe das. Wow, also ihr seid dann jetzt beste Freunde oder so? Ja, wir hängen die ganze Zeit zusammen ab. Außerdem hat er keine Freundin und ich habe keine Freundin. So, als hätten wir beide Löcher in unserem Leben, die wir uns nun gegenseitig ausfüllen. Das klingt ein wenig merkwürdig in unserer Sprache. Was davon? Na, einfach alles. Na schön, und habt ihr für heute Abend schon Pläne? Ja, wir gehen zu einem Sing-Along von Sound of Music. Sound of Music zum Mitsingen, das war doch mal unser Ding, aber schon okay. Oh, Howard, das ist noch unser Ding. Komm doch mit, wir besorgen dir ein Schwarzmarktticket. Ja, aber dann müsste ich ja irgendwo allein sitzen. Wir tauschen? Du kommst nach der Pause zu mir. Heißt das, ich würde bei Edelweiß allein sitzen? Nein, nein, geht ihr ruhig dahin. Viel Spaß. Okay, wir sehen uns aber doch morgen. Selbstverständlich. Also dann, Stuart? Ja, ja. Ist er gewachsen? Meine Mutter hat ihren Freund wenigstens aus dem Fenster klettern lassen. Alles klar? Die Standardregeln für das Blaubeerkuchen-Wettessen lauten: keine Hände, wer zuerst die Schale leer hat, hat gewonnen. Auf drei geht's los. 1, 2. Warte. Ich bin ein wenig in Sorge. Blaubeeren sind reich an Antioxidantien. Na und? Was, wenn mir bei so viel Antioxidantien die Oxidantien ausgehen? Sheldon, wir haben noch nicht ein einziges Spiel gewinnen können. Entweder steckst du jetzt dein Gesicht in die Blaubeeren oder stecke dir die Blaubeeren ins Gesicht. Das ist grob. 1, 2, 3, essen! Hey Leute, ratet, wer aus dem All zurück ist. Nicht jetzt! Da, Blaubeere in meiner Nase, Blaubeere in meiner Nase! Zieh sie hoch und es weiter! Sie kommen mir bekannt vor. Nein, das kann nicht sein. Doch, ich habe Sie in den Nachrichten gesehen. Sie sind ein Astronaut. Ja, das stimmt. Das freut mich für Sie. Wie wär's mit einem Stück Käsekuchen auf Kosten des Hauses? Oh, ich danke Ihnen vielmals. Dieser Abend war bis jetzt ganz schrecklich. Ich komme gerade erst zurück. Meine Freundin interessiert das nicht. Meine Frau ist krank. Wollen Sie den Käsekuchen oder nicht? Ja, bitte. I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am at all. Oh no, I'm Rocket Man!
Perfekt.